Ja, und damit herzlich willkommen zu der zweiten Episode von Starfield. In der letzten Episode haben wir es ja zu diesem angeblich verlassenen Außenposten hier geschafft. Haben dabei noch ein bisschen erforscht und jetzt ist es an der Zeit, mal reinzugehen. Mal schauen, was uns da so erwartet. Und nebenbei natürlich, wie immer, looten. Ach, ist das schön, dass man einfach wirklich jeden Scheiß mitnehmen kann. Wert 55. Nehme ich mal mit. Einfach mal Ramsch mitnehmen. Guck mal hier. Was passiert, wenn ich das mache? Ah. Okay. Jetzt aber gern offen. Für alle Fälle. Ich möchte natürlich einen Haufen Geld später haben zum Sachen kaufen. Also nehme ich Sachen mit, die leicht sind. Nehmen. Forschungslabor. Nach wie vor keiner da. Aber es sieht jetzt nicht so aus, als wäre das jetzt wirklich seit Ewigkeiten verlassen. Merkwürdig. Die Symbole sind von den United Colonies. Wir sind jedoch im Freestar Collective Raum. Mutmaßlich war das also eine geheime UC-Anlage. Okay. Ist das jetzt gut oder schlecht? 320 Wert. Das kommt mit. Wa 365. Kommt alles mit. Kästchen mit Erde. 200 fast. Okay. Was könnte hier noch wertvoll sein? Das ist doch vielleicht ein Messzylinder. Ich brauche dann halt irgendwie einen Händler, wo ich das halt verkaufen kann. Wer dann alles sein tolles Geld geben darf. Alles mitnehmen hier. Immer noch keiner hier. Oh. Blei. Ah ja. Hat man halt so bei sich schon dabei, ne? Geil, Cola-Anspielung. sieht alles wertlos aus. Hier noch was Interessantes? Nö. Hier auch nicht. Lass mich raten, das geht in die Luft, wenn ich es anschieße. Moment, was war das? Achso, das war nur er. So. Moinsen. Oh, cool. Wir haben Gesellschaft. Das war zu erwarten. So, mitnehmen. Ansonsten. Oh. Ey, yo, das kommt mit. Ich werde hier reich. Ja, shit. Alter! Lad nach! Alter, was war das denn jetzt? Okay. Ah, Rettungsdruck brauche ich eigentlich nicht. Ah, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Komm, nehmen wir mal alles mit. Was hast du noch so mit dabei? Credits, Munition, Eon. Was auch immer ich damit da noch machen werde. Verkaufsautomat. 75 Credits. Ne, ich werde eigentlich nichts ausgeben. Restrooms. Nichts drin. Braucht jemand Klopapier? Junge, du musst mir übrigens nicht überall nachgehen. Speziell nicht ins Klo. Perfekt.
Was genau ist es, was da frei ist? Hm. Ha, ein schwerer Einsteiger. Kenny Digi Dietrich hier. Ja, genau, ist klar. Immer mit. Computer. Was können wir da machen? Kandidat. Oh, lass mich raten. Das ist ein Haufen Text. Okay, ja, das ist nichts für mich. Ich bin jetzt nicht so der große Textleser. Hartspule. Nee. Hat mir zu wenig Wert. Okay, keiner hier drin. Nimm mich mal mit. Einen Moment. Ah, hab ich gerade mal kurz kratzen müssen. Kaffeemaschine. Ja, zu die würde ich gerne mitnehmen. Oh, geil. Einen Käferbriefbeschwerer. Das ist wertvoll. Nö. Was haben wir hier? Ja, das nehmen wir mit. Oh ja. Ja, damit. Oh, nice. Munition. Und Granaten. Oh, sehr geil. So, Kollegen, wo seid ihr? Komm, lad nach. Wo bist du? Ja, Kollege, geh mal vor. Oh, da hinten. Komm her. Komm her. Ja, toll. Oh, wow. Ich weiß nicht warum. Nice. Level 2. Skillpunkt. Nee, Helm brauche ich nicht. Habe ich schon einen. Credits 7,7. Nice. Was zum... Kann ich das kennen? Wissenschaftlich. Okay, mir ist noch nicht so ganz klar, wie das mit dem... Wow, 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 wow. Ich registriere schwache Lebenszeichen in dem Gebiet. Ah, ich glaube, so schwach sind die gar nicht. War das gerade ein Raketenwerfer? Nice. Ich habe ein Munitionsproblem. Oh, geil, Dietrich. Komm her. Ja, beziehungsweise lauf du mal nach da oben. Das finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Der Feind ist hier. Ja, was du nicht sagst. Ja, du bist schon so ein bisschen retro. Oh, geil, er läuft nach oben. Oh ja, mitnehmen. Oh ja. Wir haben da noch 22 Schuss. Ey, kannst du mal... Fuck. Keine Edition mehr. Maestorm, Waffen. Schaden. Mir wird halt nirgendwo angezeigt, wie viel Munition ich für die halt noch habe, ne? Immer Rattler. Oh. Da kann ich nicht durchschießen. Oh, das ist aber auch nicht schlecht. So. Helm, nö. Da war doch noch einer hier oben, oder nicht?
Da waren doch zwei. Gedacht, da wären zwei. Die Schmittel nehmen wir mit. Was bist du? Oh ja. Du bist wertvoll. Credits! 344! Geil. Okay, das sieht... Kann ich das vielleicht scannen? Nee, da macht nichts. Ich hab hier drin... Oh, warte mal, hier. Kühler. Scannen. Mikroskop. Nee. Ja, Steak nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Wir sind hier fertig. Ich habe so das Gefühl, hier ist irgendwas echt schief gegangen. Wissenschaftler. Wollt ihr kreativ werden? Haltet sie zurück. Rogan richtet sich auf dem Dach. Willst du unbedingt sterben? Ich sehe euch. Ach, da hinten. Geil, unter oben. Scheiße, mit dem blöden Licht sehen halt kaum. Nice. Waren das alle? Zumindest nichts Rotes auf der Karte. Ja, nehme ich mit. Credits, Munition. Nee, Messum habe ich schon. Chunks Cola. Okay, das ist also die Space Cola hier. Moment, war das wertvoll? Das ist wertvoll. Mitnehmen. Ich hoffe mal, der Wissenschaftler, genau, der Wissenschaftler, der Händler, den ich dann als erstes finde, hat genug Geld. Oh, nehmen wir mit. Ja, ziemlich große Chancen, dass wir vermutlich gegen irgendein böses Alien hier kämpfen werden. Scanner, findest du das eigentlich nicht interessant hier? Nö. Ja, also irgendwas hat hier die Leute umgebracht. Ich möchte es eigentlich gar nicht treffen, was auch immer das gewesen ist. Research 2? Okay, das nehmen wir auch mal mit. Ansonsten glaube ich nichts Interessantes. Gehen wir nach oben. Der nächste Tote hier drin. So, was hast du an Loot? Ja, oh, ein ganzer Anzug. Ich warte nur. Ich wette mal, das ist von hier raus. Das wollte ich irgendwo hinbringen. Oh, geil. Wobei wir die alle so viele Credits mit haben, dann haben vermutlich die Credits nicht so viel wert. Sprich irgendwie, so nach dem Motto, 500 ist nicht viel, aber 5000 kann man was zahlen. Ach, was denn? Wow. Alter. Ich hasse sowas. Moment. Muss mal kurz Foto machen. Kameratyp 3. Wie mache ich jetzt ein Foto? Menü ein aus. T. Ah. So. Und irgendwo brauche ich ja dann eine Thumbnail. Ach sowas, Gewebe, Nährstoff. Ja, nehmen wir mit, brauchen wir vermutlich für die Forschung. Nochmal 300 Credits. Notfalls late. So, entsperren, Einsteiger. Ach du Scheiße. Fülle alle freien Schlitze, um das Schloss zu öffnen. Wähle einen Schlüssel, dann drehe ihn, bis er in die Lücke passt. Und lass ihn einrasten. Du kannst jeden Schlüssel nur einmal nutzen. Hä? Ähm.
so. Okay. Es geht ja gar nicht anders. Rückgängig, R. Ich steige jetzt gerade nicht so dahinter. Wie das geht, das Schlüssel verwenden. E. Jetzt bin ich wieder da. Dietrich entfernt. Schlüssel verwenden. E. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Okay, das Prinzip ist mir jetzt irgendwie nicht so ganz klar. Ich glaube, verlassen, ein erneuter Versuch kostet einen Digitrich. Ja. Moment, kann ich das nochmal machen? Also ja, keine Digitrich mehr. Ja, das muss ich mir nochmal geben. Schrotflintenpatrone, hüllenlos. Ah, nimm mit. Ach, das sind ja nur Dietriche 3. Nehmen wir es nochmal. Okay, es. Also, die gehen da nicht rein. Die gehen. Schlüssel verwenden? Eh. Aber jetzt passt ja das wieder nicht. Hä? Ich weiß nicht, was ich da. Das kann ich halt so nicht nutzen. Ach so, Moment mal, ich kann da hin und her schalten. Oh, warum sagt mir das denn keiner? Alter. Oh, die, da passt ja auch gar keiner von denen. Okay, Moment mal. Der wird da passen. Der wird hier passen. Der wird da passen. Achso, und jetzt passt das natürlich da wieder nicht. Boah, ist das ein beschissenes System. Okay, ja, ich hab verkackt. Jo, das wird meine Spezialität werden. Schlösser aufmachen. So, moin. Sag mal, wie steigst du eigentlich du da hoch? Kann ich das mal sehen? Cool, draußen landet was. 2540? Was? Okay. Oh. Will ich vielleicht nicht erschießen, so wie es aussieht. Was? Die Frontier hat einen neuen Captain? Arbeitest du mit Barrett? Oder hast du ihm die Schlüssel des Schiffs aus den toten Händen entwunden? Ich bin von der Constellation. Die Angreifer auf unser Schiff müssen aufhören. Lügen. Genau, ich habe Barrett getötet. Sag also deinen Piraten, sie sollen Leine ziehen. Angreifen. Geredet. Ich muss den nochmal anders hin. Ich probier's mal. Oh nein. Wir waren nicht hinter Barrett her, sondern hinter dem Schiff. Warum? Ich dachte, das wäre alt. Jedem Neuling der Crimson Fleet wird von der Frontier erzählt, dass die Constellation Schätze in den Laderäumen verwahrt. Die Beute von 100 Planeten.
Diese Aussage ist zum Teil richtig. Oh. Die Frontier war bei vielen Planeten und Monden. Aber in den Lagerräumen befinden sich nur Ersatzteile, Staub, dehydrierte Lebensmittelpartikel und verschiedene Ameisenarten. Es ist mir egal, mit welchen Lügen Barrett diesen Roboter programmiert hat. Das Schiff gehört uns. Nö. Überzeugen, auf meinem Schiff gibt es keinen Schatz. Verschwinde, bevor noch mehr Leute verletzt werden. Ich probier's. Spar dir die Worte. Das Schiff gehört uns. Ja. Um eine Person zu überzeugen, musst du erfolgreiche Entscheidungen treffen. Dabei kannst du aus Schmeicheleien, Ablenkung und sogar Bedrohungen wählen. Jede Wahl weist eine bestimmte Schwierigkeit auf. Je höher diese ist, desto eher scheiterst du. Aber desto mehr Punkte erhältst du bei einem Erfolg. Du hast nur eine begrenzte Anzahl von Entscheidungen. Scheitert jedoch nie, wenn deine letzte erfolgreich war. Ich habe 3 Züge. Ihr irrt euch. Die Constellation ist ein Entdeckertrupp. Das sind keine Schatzjäger. Also wenn du das Schiff tauschen willst, nur zu. Die Frontier gibt eh bald den Geist auf. Also wenn du dich blamieren willst, dann von mir aus. Ich habe gerade deine gesamte Crew erledigt. Willst du wirklich dein Glück mit mir versuchen? Er hat auch ein paar Leute da unten stehen. Mach mal das. Du würdest das Schiff aufgeben? Einfach so? Ich kriege nee. Dieses Schiff. Hör auf, mich zu verwirren. Brauche halt plus 1. Sind Sie okay. nicht? Sicher? Ich fasse es nicht. Kein Schatz. Wir haben dieses alte Constellation-Schiff völlig umsonst verfolgt. Hau ab. Nimm deinen Roboter und dein Schiff und verschwinde. Wenn ich euch noch einmal sehe, bist du tot. Jetzt sollten wir ohne Behinderung durch die Crimson Fleet zum Hauptquartier der Constellation rein. Okay, also wir sollen jetzt wirklich schnell abhauen, oder? Reise schnell zu deinem Schiff, drücke F, um den Scanner zu öffnen. Suche nach dem Kartensymbol deines Schiffes und drücke darüber E. Okay. Ja, es funktioniert aber nicht. Also Schnellreise E. Jetzt mal ausgewählt Nordreisen. Yo. Ja, da mach mal keinen Stress mit ihnen. Um zur Loge zu kommen, müssen wir zum Planeten Jemison im Alpha Centauri System springen und in der Stadt New Atlantis landen. Keine Sorge, bald geht Ihnen das ins Fleisch und Blut. Führe direkt aus dem Missionsmenü heraus eine Schnellreise durch. Drücke Tab. Wähle im unteren Abschnitt Missionen. Wo? Skills? Ja, gerade das Schiff. Ach da, Missionen. Drücke R, um automatisch einen Kurs zu dem nächsten Ziel zu setzen. Okay. Oh shit. Wir müssen da noch mit Treibstoff arbeiten. Naja, komm, mach mal. Das wird komplex. Ganz schön Respekt davor. Alpha Centauri. Raumschiff Frontier. Hier spricht die United shit. Colony Security. Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Oh. Okay, kann ich die einfach theoretisch angreifen? Landefreigabe für New Atlantis erteilt. Holy shit, wie viel ist denn hier los? Scanner verlassen. Karte, wir müssen wieder das Landeding da machen. Scanner. Alles klar. Hätte man das auch mal gemacht. So. Da. Bitte landen. Dankeschön. Ja, da bin ich mal gespannt. Unsere allererste Stadt. Thank you.
So, X verlassen. Oh, okay, man kann auch wirklich schnell raus. Südle. Sprich mit dem Servicetechniker des Schiffs. Ah, ich bin gerade ein bisschen überwältigt, was hier alles abgeht. Moin. Und hier ist unser neuer Captain. Meine Crew kann sich dein Schiff ansehen. Und über den Handelsaufsichtautomaten wirst du bei Bedarf frachtlos. Wo ist der? Was denn, mein Schiff muss repariert werden. Ich würde gern meine Schiffe sehen und modifizieren. Zeig mir mal, was du für Schiffe im Art. Da kann ich was Neues kaufen. Wo kann ich gleich nochmal Sachen verkaufen? Wo finde ich mehr Crewmitglieder? Die Handelsaufsicht betreibt hier bei mir einen Verkaufsautomaten. An der Seite, nahe der Rampe. Außerdem gibt's da noch Jamison Mercantile, falls du gern ein bisschen Auswahl hättest. Den Laden findest du hinter dem Security Checkpoint. Okay. Ich glaube, mein Schiff muss jetzt nicht wirklich repariert werden. Sieht alles gut aus. Ich bin hier am Platz, wenn du mich brauchst. Das Terminal da? Ja, tatsächlich. Okay, alles. Ich glaube, das glaube ich nicht. Eine schwedenbasierte leistungssteigende Substanz, die vorübergehend Beinstärke erhöht. Antibiotika. Ich weiß halt nicht, ob wir das brauchen. Masse 91 von 135. Anzug Piraten wäre ein bisschen... Ach komm. Verkaufen. Die Sachen behalte ich mir noch. Packt 13 Cutter, Dichtmittel. Ich glaube, das brauche ich nicht. So, Eisen, Eon, das Plasma, Faser. Flasche. Ich weiß halt nicht, ob ich das halt für Forschung brauche. Ich lasse jetzt einfach mal weg. Grendel, Heilpaste. Das lasse ich vielleicht mal. Nö, das Herz Plus. Okay, das ist so ein Stim-Ding. Knochengewürz, alles klar. Kästchen mit Erde. Wo sind denn die teuren Sachen? Messzylinder. Es hat nur 6. Mikroskop 2-mal. Wert 40. Gesamt, ja, mach mal. Okay, das brauche ich auch nicht. Machen wir auch nicht. Warum hat das hier alles so wenig Wert? Nach was ist das abhängig? Das behalten wir mal. Verbände. Ja gut, dann haben wir erstmal Ramsch verkauft. Gut. Weiter geht's. Ich bin ja nicht Atom. Das ist mein Scan, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Moin. Beim Betreten der Stadt gescannt. Bitte. Ja, ja. Alles gut. Wow, das sieht geil aus. Ich glaube, ich muss da noch mal ein Foto machen. Na toll, jetzt ist er da im Weg. Und Space, glaube ich, war's. Ja, genau. Nice. Geil. Ob das mit den random Angriffen auch hier in der Stadt passieren kann? Was ist das? Information zu Neo... alles klar. Zug fahren! Nice. Mastdistrikt. Erinnert mich so ein bisschen an Mass Effect, ne? Hat schon so seine Ähnlichkeiten. Moin. Okay. Oishi. Sagt Sushi dazu.
Das Wasser ist ästhetisch recht ansprechend, sagt jedenfalls Barrett. New Atlantis bezieht seinen Strom größtenteils aus moderner Hydroelektrik. Okay. Wir müssen irgendwo da hinten hin. Sergeant Yumi sucht nach verlässlichen Leuten. Sprich mit ihm, wenn du Interesse hast. Wir wissen das zu schätzen. Ja, mal gucken. Ach, das hat er automatisch eine Mission rausgemacht. Wir sind zwar in einer United Colonies Stadt, aber die Constellation ist vollkommen neutral. War sie schon immer. Naja, ob das immer so gewesen ist. Bin ein bisschen heruntergekommen aus da. Da wären wir. Die Lose. Die Tür sollte sich öffnen, wenn sie die Ruhe daran halten, die Barrett ihnen gegeben hat. Ich habe die anderen Mitglieder der Constellation benachrichtigt. Drinnen auf uns. Oh. Captain, es sind gewiss alle in der Bibliothek. Wäre Barrett hier, würde er sagen, dass sie okay. Teil von etwas Größerem sind. Und dass sie sich hier wie zu Hause fühlen sollten. Ach, bitte. Bist du lächerlich. Wette gewinne ich garantiert. Ja, also. Ja, also hier könnte ich mich jetzt einrichten. Sehr nice. Und doch. Willkommen bei der Constellation. Es gibt viel zu besprechen. Verrätst du uns, was mit unserem Freund passiert ist? Warum bist du hier und er nicht? Ja, Piratenangriff. Barrett hat mich gebeten, euch das Artefakt zu geben. Das ist egal. Ich habe euer Artefakt. Wer bist du? Ich will erstmal wissen, wer ihr überhaupt seid. Die Constellation. Bin ich ein Arsch? Ja. Okay. Wir sind eine private Erkundungsorganisation. Primär erforschen wir das All, aber auch Anomalien in den besiedelten Systemen. Unsere Arbeit ist gefährlich. Wenn also einer von uns nicht wie geplant auftaucht, dann haben wir natürlich Fragen. Apropos, wo ist Barrett? Ja, dies war so. Ah. Vasco, verifizieren. Alle getätigten Aussagen sind korrekt. Ach, typisch. Barrett überlässt unser Schiff und unseren Roboter irgendjemandem von diesen Billigminern, die er immer bucht. Hey. Walter. Und wenn wir nicht auf die Notfallprotokolle bestanden hätten, wäre der Space Miner hier schon auf dem halben Weg nach Neon. Ist er aber nicht. Er ist hier, mit dem Artefakt. Danke, Matteo. Also, konzentrieren wir uns auf das, was vor uns liegt. Was ist passiert, als es extrahiert wurde? Hat jemand etwas gesehen oder gehört? Helle Licht über Sieg, ich rede nicht drüber, das Ding hätte mich fast umgebracht. Wie oft ist das schon passiert? Wer hatte diese Versionen noch? Ja. Wir glauben, es passiert jedem, der das erste Mal so ein Ding aus dem Fels zieht. Warum, wissen wir noch nicht. Wenn du also noch mehr Daten beisteuern könntest? Interessant. Ganz ähnlich hat Barrett es beschrieben. Wenn auch weniger blumig. Da. Also ist es schon oft passiert. Es hat nie jemand bezweifelt, was ist? Ach so, das ist so eins dieser Teile. Ah, Moment mal. Wenn das hier das größte Mysterium im Universum wird dann zusammengesetzt. Kann es doch auch Teil des ultimativen Mysteriums sein. Was wäre das für Meine eins? Herren, Konzentration. Noel, es ist Zeit, deine Theorie zu testen. Gut, mal sehen. Die Artefakte reagieren aufeinander. Die Teile, die wir schon haben, bewegen sich, wenn sie sich nahe kommen. Wenn wir das Neue zu den zwei Alten hinzufügen... Das Artefakt. Leg es bitte hier auf den Tisch. Ja, okay, wir werden dann irgendein Teil da zusammenbauen. Genau, was dann vermutlich nichts Gutes macht. Das ist nur eine Vermutung. Es gibt nur zwei davon. Ah, mein Gott! Das ist es! Sie reagieren!
Seht nur, wie sie sich zusammenfügen. Die Energie zwischen ihnen? So reagiert kein künstlich hergestelltes Material in den besiedelten Systemen. Keines. Das beweist, dass... Ruhig, atme. Du kriegst noch einen Herzinfarkt. Nicht nur sie. Wenn sie sich zusammenfügen, dann muss es ein Set geben. Von einer Intelligenz außerhalb der besiedelten Systeme erschaffen. Die 2000 Credits für unsere Wette gelten noch, Cautry? Die Wette gilt, Walter. Tja, wenn wir alle Antworten hätten, wäre es ja langweilig, oder? Ich will den Augenblick nicht ruinieren, aber was machen wir mit dem Neuankömmling hier? Also, bereit an die Arbeit zu gehen und rauszufinden, ob du dein Leben der Erkundung unseres kleinen Universums widmen willst? Habe ich denn eine Wahl? was wisst ihr über die Artefakte? Was sind sie? So, der Constellation Battle? Was genau würde das heißen? Ja. Wir haben uns alle der Erkundung des Alls verschrieben. Auch wenn die Menschheit sich zwischen den Sternen niedergelassen hat, müssen wir weiter das Unbekannte erforschen. Ansonsten wird nur erwartet, dass du dein eigenes Urteilsvermögen nutzt, wie wir alle. Ja, machen wir mal mit. Komm ruhig erstmal an. Stell dich allen vor. Es sind gerade nicht alle Mitglieder hier, aber du wirst sie bald kennenlernen. Komm zu mir, wenn du soweit bist. Wir gehen ein wenig auf Reisen. Ich zeig dir die Grundlagen. Und hier, das hast du dir verdient, weil du uns das Artefakt gebracht hast. Zusätzlich zu den Credits erhältst du von uns einen Rucksack mit ein paar Extras. Du brauchst ihn da draußen ohnehin. Achte nur auf deinen Kopf. What? 8000 Credits. Okay. Also ich mag hier richtig gut sammeln. Ich würde gerne solche Sachen mitnehmen. Da wert 140 Matrosenkompass. Wann warst du das letzte Mal oben bei Wladimir? Aber ich sollte vermutlich hier keine Sachen mitgehen lassen. Ach, ich weiß nur einfach nicht, wie er das macht. Solange da oben alles. Richtiger Hinweis. Man kann von jedem hier etwas lernen. Ja, auch von dem Kind. Du bist mir irgendwie nicht sympathisch, aber reden wir mal mit dir. Naja, dich Space Miner zu nennen, war vielleicht ein bisschen gemein. Billo Space Miner. Ne? Was das eine Entschuldigung sein soll, das kannst du besser, ja. Entschuldige, dass ich deine Berufswahl beleidigt und Annahmen über deinen Charakter getroffen habe. Schon besser. Meine Frustration gilt eher Barrett. Es ist nicht das erste Mal, dass seine Sperenzien eine unserer Missionen gefährden. Es ist nicht fair von mir, das an dir auszulassen, zumal er diesmal offenbar richtig entschieden hat. Also, fangen wir von vorne an, ja? Walter Stroud, CEO von Stroud Eklund, Mitglied der Constellation und oft ein alter Miesepeter. Hab ich gemerkt. Willkommen an Bord. Danke. Achte sogar mal auf das Miesepetrige. Oh ja, ich glaube, ich war voll die Schiede. Hey, ich habe mich entschuldigt. Akzeptier das oder vergiss es. In Beziehungen streitet man eben ab und zu. Und man rauft sich wieder zusammen. Ach, wohl wahr. Übrigens bietet die Loge neben Unterkünften auch eine Fülle an Mod- und Forschungsequipment. Du kannst hier Raumanzüge anpassen, Pharmazeutika herstellen, außerirdische Substanzen testen. Einfach alles. Du kannst sogar Industrieteile für Großprojekte herstellen. Zum Beispiel? Sofern es dich nicht stört, auf einem nahen Planeten die nötigen Ressourcen zu schürfen. Ich bin ein großer Fan der Autarkie. Also nutze unsere Werkzeuge, um alles herzustellen, was du brauchst. Ja, also das mit dem ganzen Rumgebastelt ist, wird noch was. Stell ein Item her oder modifiziere es. Okay, hätte nicht gedacht, hier einen CEO zu treffen. Welche Rolle spielst du in der Constellation? Glaubst du, dass meine Vision eine Bedeutung hat? Was ist Stroud? Ich klingt für ein Unternehmen. Nö, ich bin erstmal fertig. Du vertrittst uns da draußen alle. Ja, ihr doch auch, oder nicht? Du hättest sicher nie gedacht, dass du in so etwas verwickelt wirst. Ach, wenn du wüsstest. Zwar nicht in dem Speziellen, aber mit sowas Ähnlichem habe ich gerechnet. Geht's dir gut? Ich weiß nicht, ob dich das überhaupt schon jemand gefragt hat. Nicht, dass du denkst, für uns zählen nur die Artefakte.
Du bist auch wichtig. Dass du das Artefakt hergebracht hast, war gewaltig. Ich bin Matteo. Ursprünglich Theologe, aber jetzt, tja, Entdecker wie du. Es ist wirklich schön, dass du bei uns bist. Ja, dafür kann man alles hüllen. Was hältst du von der Vision? Ja, machen wir das doch. Das zweite stammt von Kasal. Vergraben, genau wie deines. Aber das erste? Das lag jahrelang direkt vor unserer Nase. Im Lager, als übergroßer Briefbeschwerer getarnt. Lol. Verrückt, oder? Die wohl größte Entdeckung der Menschheitsgeschichte verstaubte einfach. Gut, aber das muss ja auch von irgendwo herkommen sein. Was hältst du davon? Ich will nicht lügen. Ich hätte das wirklich gern selbst gesehen. Ist sonst schwer einzuschätzen. Du und Barrett, ihr habt beide etwas gesehen. Das war bestimmt kein Zufall. Hattest du das Gefühl, sie will dir etwas mitteilen? Nicht unbedingt wie eine göttliche Offenbarung, aber vielleicht sowas Ähnliches? Eigentlich so ging es ein bisschen schnell. Wenn es etwas bedeutet hat, dann habe ich es nicht verstanden. Ich weiß, dass es wichtig ist, das spüre ich. Jetzt bin ich einfach nur verrückt. Ich weiß nur, dass ich so etwas noch nie erlebt habe. Ja, das Erste. Okay, kein Problem. Vielleicht solltest du sie nicht verstehen. Oder erst später. Wir werden dieser Sache auf den Grund gehen. Wir brauchen mehr Daten, sprich mehr Artefakte. Ja, pass auf dich auf! Woher wissen wir, dass das gut ist, wenn wir das da zusammen basteln? Vielleicht ist auch kein gutes Bauchgefühl dabei. Das sieht aber doch schick aus hier. Okay. Ja, nehmen wir mit. Also, ich wäre dann soweit fertig. Wie schaut's aus? Also, bereit an die Arbeit zu gehen? Oder war noch was? Ich will mir das noch eingewöhnen. Ja, nee. Bin bereit. Wir verrichten etwas altmodische Detektivarbeit. Die Artefakte sind eher inaktiv, wenn sie aus dem Gestein entfernt wurden. Die Leute können sie also weitergeben, ohne zu wissen, was sie sind. Ich habe meinen Kontakten gesagt, dass ich nach merkwürdigen Metallobjekten suche. Meistens kommt nur Unsinn zurück. Aber ein Tipp von der UC Vanguard klingt vielversprechend. Gut, dann kann ich mehr über die United Colonies erfahren. Rumrennerei zahlt sich oft nicht aus, als wir erwartet. UC Vanguard. Andere Leute mal. Ja, machen wir das mal. Ein Freiwilligentrupp, der mithilft, die Grenzen des UC-Raums zu verteidigen. Suchen ständig neue Leute. Viele Veteranen im Ruhestand und gefährliche Profis, gemischt mit Teilzeitkräften, die mit Glück einen Laser am Schiff hängen haben. Mein Kontakt sitzt im Rekrutierungsbüro. Er kriegt also viel mit, was die Freiwilligen so treiben. Ja, gut. Du fängst jetzt schon mit Anthropologie an? Okay, klar. Jeder hat seine eigenen Beweggründe. Aber das ist nicht alles. Ich will die Gelegenheit nutzen, um zu sehen, wie du dich machst. Und damit du mehr über uns erfährst. Ich bleibe bei dir. Wir reisen zusammen, bis wir ein Artefakt finden oder die Spur sich im Sande verläuft. Ah, okay. Sarah wird als deine Begleitung fixiert, wenn du fortfährst. Hoffentlich kannst du schießen. Verstanden, wir sind ein Team, bis wir das Artefakt haben. Was habe ich von der Sache? Ja, kriege ich eigentlich da außer Geld? Außer dem Schiff, dem Roboter und einer kostenlosen Wohnung, meinst du? Ja, genau. Wir können gelegentlich ein paar Mittel verteilen. Und vor allem können wir dir einen ordentlichen Anzug besorgen. Auch können wir mit dem anfangen? Wir sind Entdecker. Wir haben reichlich entsprechende Ausrüstung. Je mehr du mit uns arbeitest, desto mehr profitierst du davon. Okay, dann los geht's. Wir müssen zum Mast, ins Vanguard-Rekrutierungsbüro, wo mein Kontakt arbeitet. Und eins noch. Egal, was du früher warst oder was du da draußen treibst, es interessiert mich nicht. Solange du nicht die UC Security zu uns führst. Ich geb mal bis das. Jedes Constellation-Mitglied ist sein eigenes Gewissen. Klar? Alles klar.
Das klingt fade, sehr gerne, sonst sollte Regeln haben. Ja, im Prinzip hat es genau das gesagt, ne? Gut, dann spazieren wir ein wenig durch New Atlantis, ja? Alle klar. So. Gibt's hier oben vielleicht noch was zu sehen? Ich hab's noch nicht mal gesehen. Tür verriegelt. Schlüssel der Loge. Ach so, hab ich. Fangen wir hier mal an. Oh, das sieht nett aus hier. Okay, das ist ein bisschen größer hier. Alles klar. Die haben eine eigene Bar hier. Okay, das ist immer sympathisch. Ja, Kochstation. Kann ich da selber was kochen? Ah, okay, da brauche ich noch Membran und Nährstoffe. Also ich muss die Sachen einfach sammeln. Alles steht in der Tupperbox drin. Bin zum Wiederverwenden. Was haben wir hier? Noch ein Gang. Okay. Das will ich nicht lebend erleben. Okay, Abstellkammer. Moin. Besprechungsraum. Da, Masse 2. 240 Schreibtischglobus. Nee, also hier drin klaue ich jetzt mal nichts. Das sieht auch schick aus. Ist das eigentlich irgendwie beschriftet? Warum sind da so Aufzugsdinger dran? Interesting. Uhrengehäuse. Ja, also mit dem Zimmer würde ich mich jetzt mal zu... 380! Naja. Nice. Mal hier. Moment, ist das vielleicht mein Zimmer? Was ist denn hier drin? Unzugänglich. Ach, schade. Vermutlich nicht mein Zimmer. Mal hier. Noch ein Schlafzimmer, so ein bisschen Zen-Style da am Boden. Okay. Das war vielleicht mal ein Zimmer. Ah, da mal jemanden, der gern Musik hört und Workout macht. Okay. Ah, hier sind die ganzen Tools. Okay. Das ist Labor und so. Ach, das muss ich mal irgendwann mal in der Ruhe geben. Ja, da brauchen wir schon. Ich glaube, damit haben wir... Oh, das haben wir noch nicht gesehen. Damit hätten wir jetzt eigentlich soweit alles gesehen. Da, glaube ich, geht es wieder raus auf den Gang hier. Ja. Schaltet ihr das wieder ab oder bleibt es jetzt so? Vermutlich bleibt es jetzt so. Na gut, raus geht's. Bist du dabei? Okay. So, wenn ich auf den Timer schaue, dann sind wir schon wieder über der Zeit. Liebe Leute, ich würde sagen, wir machen weiter in der nächsten Episode. War spannend und vor allem schöner Unterschlupf da. Also, gefällt mir. Wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst vielleicht einen Daumen nach oben da und dann bis bald zum nächsten Weltraumabenteuer. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.